Blaue Skorpion. Die haben wir, glaube ich, im Let's Play noch gar nicht gesehen. Schwarze kennen wir, die Neta-Skorpione und die normalen, aber die blauen noch nicht. Die sind eigentlich gar nicht mehr schlecht, weil, soweit ich weiß, ist eine Rüstung aus blauen... Kürbisse. Eine Rüstung aus blauen Skorpion. Chitin ist, glaube ich, dann Unterwasseratmung. Solange man die Rüstung komplett anhat. Aber es geht, glaube ich, erst mit der kompletten Rüstung. Der Wolf hier. Wir finden so viel cooles Zeug, das kann nur eins bedeuten, wir werden in Kürze dahin scheiden. Und bis wir wieder hergelaufen sind, wird alles despawned sein. Da ist noch einer. Können wir uns einen kleinen Kürbisfarm aufmachen. Da beginnt schon grünes... Da hinten ist das Schiff, wir immer noch mitten, dann laufen wir wirklich zurück. Bis dahin sollten dann... Achso, wir haben uns einen Baum gefällt vor lauter Euphorie und Rumrennerei. Also, man kann... Ach, Zombie. Viele Gegner. Viele Gegner. Nein. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich will das hier... da hinten ist sogar ein Werwolf. Okay. Das andere Zuckerrohr, das muss mal Zuckerrohr sein. Schnappen wir uns noch den Skorpion hier. Und dann... Ja, den Stachel können wir als Waffe einsetzen übrigens. Und irgendwie konnte man auch Schwerter machen. Die Skorpionschwerter, da braucht man, glaube ich, die Stacheln für. Hat jemand auf uns geschossen? Ja. Ach, überrasch uns doch nicht so von der Seite. Ich wollte mir gerade diese Höhle angucken. Die wieder sehr tief runterführt. Und in die wir nicht reingehen jetzt, aber uns für später merken. Dass ich einfach bloß gerade auslaufen und dann hinter dem Schneehügel. Ratte im Schnee. Mann. Wo habe ich denn das Bäumchen weggeklopft? Da drüben, glaube ich. Da drüben irgendwo hier. Oder da? Da müssen noch jetzt Setzlinge rumliegen. Nee. Kein Plan. Ich weiß. Skorpion, genau. Bogenschütze auf Pferd. Wir haben einen Bogen gefunden. Wow, unser... Oh. Dachte schon. Bestimmt hier vom... Na? Puh. Jetzt halten wir hier ein bisschen die Stellung, bis wir ein paar Setzlinge haben. Wie viele Pfeile haben wir denn überhaupt? Zwei. Dann lohnt es sich jetzt hier nicht auf eine Schießerei einzulassen. Wo habe ich denn vorhin den einen Baum geschlagen? Kann sich da noch einer daran erinnern? Drüben? Nee. Aua. Mann. Verstecken. Zombie. Herlocken. Komm, blöder Zombie. Vollidiot. Ja. Wow, guck mal, die hat Brüste. Die Zombie. Zombie, die Skelett. Schnecke. Ach. Oh, nee. Sieh, was ist denn das? Weg damit. Eier. Wer braucht schon Eier? Komm her. Ah, das dürfte langsam reichen. Drei. Das Dreien dürfte man wieder mit drei Bäumen mit ein paar rauskriegen. Ja, das klingt gut.
Wo steht denn der Mond überhaupt? Da oben. Dürfte schon fast wieder Tag sein, bis wir zurückkommen. Da ist ein Schleim, dieser Trunken, so wie es aussieht. Die trinken ja immer gerne mal. Ach, wir bräuchten dann auch mal. Wir müssen nachher auch mal eine Redstone-Tour gehen. Weil ich mir vorgenommen habe, mehr mechanisches Zeug zu bauen. Also vorgenommen. Für mich halt auch, gell. Ach, oh, Leute. Ach du, du bist das, du Pisser. Du bist so scheiße schnell. Skelett. Lauf. Oh, sind wir halt tot hier. Und hopp. Oh, da ist schon wieder so ein dummes Silberskelett. Und dann so ein dummer Zombie. Ah. Jetzt komme ich aus dem Sumpf raus, aber da sind wieder Silberskelette hier. Ach man. Wie weit ist es? Haben wir überhaupt einen Wegpunkt in unserem Haus gesetzt? Nee, hätten wir auf der Karte oben. Ha, ja gut. Uah. Ja, jetzt haben wir jetzt ein bisschen Energie wieder, können wir einheizen hier. Was haben wir denn? Kann man nichts bekommen? Oh, doch, das dumme Herz der Finsternis hier. Dafür nehme ich lieber ein paar Ratten. Oh. Ja, haben wir dafür schon ein paar Ratten mitgenommen. Ja, langsame Zombies hier. Wir umgehen euch mal. Ab durch den finsteren Wald. Immer auf der Suche nach dem Heimweg. Verzweifelt. In der Dunkelheit der Nacht von Spinnen verfolgt. Natürlich tapfer alle eliminieren. Och Mann. Und Ratten nagen an unseren Füßen. Doch wir sind noch nicht tot. Nein, wir entkommen ihnen. Jo, so viel zur Stimmung. Ich bin gerade total. Ach, wir sind viel zu weit oben. Das ist nämlich das, was wir vorhin von unserem Dach aus gesehen haben. Kannst du mal von der Nähe kurz anschauen. Da wird schon Tag, ist ja auch cool. Da, seht ihr? Das haben wir von hinten gesehen, aber das war viel weiter weg. Das haben wir gerade so noch gesehen. Das heißt, wir müssen hier fast gerade runter. Gut, auf geht's. Stirb! Boah, die Bogenschützen sind so viel stärker geworden, finde ich. Schnell! Ah, trautes Heim. Boah, was ist das für ein Monsterbaum da hinten? Ja. Mann, nein! Schnell ins Haus. Puh. Hast du mal hier. Haben wir noch was zu essen mit? Nee. Bratmanns fetten Ratte. Rattenfleisch. Gut, eins brauchen wir davon. Auf jeden Fall. Ach, bin ich doof. So, drei. Zack, ein Buch. Das, der Obsidian. Nein, falsche Maustaste. Ja, yeah, ein Zaubertisch. Tada, das legen wir rein. Nee, die nehmen wir mit. Wenn wir jetzt immer hier so ein Ding mit uns rumtragen. Pflanzen wir den so lang hin, bis wir da mal das eigene Ort für haben. Das ist mal hier, aber da werden wir noch nicht viel verzaubern können, so wie es aussieht. Was ist mit dir los? Warum gehst du nicht? Komisch. Fäden hier, Knochen, ach keine Ahnung. Das Film machen wir. Oh, unsere Hose ist kaputt. Essen. So, erstmal ein bisschen Eisen. So, nein, nicht hinten. Klickt immer auf die Kiste.
Ja gut, wenn du jetzt noch nicht gehst, kommst du auch erstmal hier oben rein. Wir leeren unser Inventar mal kurz aus. Wir müssen eh ein bisschen regenerieren. Jetzt haben wir dafür schon, keine Ahnung. Pflanzen wir mal den. Ey, wer nimmt denn sowas mit? Dann nehmen wir dich da rein. Und. Ne, die wollte ich pflanzen. Birken pflanzen wir auch. Wir machen jetzt nämlich eine Reihe Eichen, eine Reihe Birken, eine Reihe Fichten. Dich lassen wir da. Nehmen wir mit, meine ich. Kommt hier hin. Boah, kommt auch erstmal rein. Oh, eine lustige Hintergrundmusik. Für unser Vorhaben. Ach, die dummen Schlangeneier hier, echt. Na gut, wir müssen irgendwann oben mehr Truhen irgendwann einrichten. Wir hauen uns erstmal den ganzen Quatsch hier rein. Dich will ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Aber dich brauche ich noch. Dich brauche ich Eisen. So. Und eine Hacke. Dann können wir nämlich hier mit dem Zack-Kürbis. Und ich würde sagen. Was machst du da, Minecraft? Ja. War auch voll mit Absicht. Ach. Gut, das Gold haben wir später in den Ofen, deswegen tun wir es erstmal dahin. Und ich hau mal auch später irgendwo hin. Ich habe dieses Herz schon wieder mit. Ich muss hier wirklich mal eine Entsorgungsecke machen. Hier. Pfum. So, jetzt ist die große Preisfrage. Welche Reihe machen wir welchen Baum? Machen wir den Abstand größer? Mit verschiedenen Baumarten. Nee, eigentlich nicht, oder? Wir machen Eiche. Schon wieder lustige Hintergrundmusik. Ich muss diese Playlist wirklich mal mir komplett anhören. Obwohl es eigentlich ganz angenehm ist. Oder ihr könnt ja selber mal ein Statement geben zur Hintergrundmusik. Ich hoffe auch, dass sie nicht zu leise eingestellt ist. Da habe ich noch ein bisschen in der richtigen Einstellung von der Lautstärke her. Dass es auch so ein bisschen passt. Angenehm ist. Und nicht einen so anbrüllt und mich übertönt. Denn, ja, ihr wisst ja, wenn ich das Mikro volle Lautstärke stellen müsste, würde das ziemlich rauschen. Obwohl es eigentlich ein gutes Mikro ist, aber ich kann halt hier einfach nicht so rumschreien, wie manche andere. Wie kriege ich denn das alles hier weg jetzt? Toll. Lass mal her hier. Ja, genau. Puh. Was für ein Monsterbaum. Eine Ja. Die jetzt gehe ich aber nicht runter wegen der blöden Axt. Jetzt hauen wir die Mörder-Eiche mit der Hand weg. Mit voller Wucht hier. Wir sind eine harte Kerle. Hart im Nehmen. Deswegen haben wir auch gleich zu Beginn eine Axt gemacht. Mit dem ersten Holz. Damit wir unsere zarten Fingerlein nicht dieser harten Arbeit aussetzen müssen, aber naja. Was sein muss, muss halt sein. Boah, wir zerkloppen Blätter. Weil wir so unglaublich stark sind. Jo, der Hund schläft jetzt. Was natürlich heißt, dass es vorerst keine Unterbrechung gibt. Was natürlich heißt, dass ich diese Karte dann auch kurz vor der. Also kurz vor dem Wiedereinsetzen nach der Unterbrechung nicht rausnehmen kann. Oder eine Taste einstellen kann, mit der man den ein- und ausblenden kann. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich muss mich da mal kurz mit dem Mod befassen bei Gelegenheit. Und es nicht wieder vergessen, was ich jetzt vorhatte, mich damit zu befassen. Was natürlich das größere Problem ist, dran zu denken. Sonst nehme ich das nächste Mal einfach wieder auf und naja, dann ist die Karte immer noch da. Das werdet ihr ja merken, wenn ihr das dann seht. In der nächsten Aufnahme. Ich glaube, ich nehme immer, ja, so circa für eine Woche nehme ich immer auf am Stück. Das andere wäre dann ein bisschen länger dann. Ist immer zufällig.
wie es mir halt so geht. Ich merke dann, wenn ich zum Schluss so ein bisschen träge werde und so